kurzzeitige Ruhe heute mal nicht überall. Also im Nordosten jetzt noch vormittags auch einige kräftige Schauer und auch Gewitter. Und in der Nacht, in der kommenden, also auf Freitag und dann am Freitag selbst, da kann es dann ziemlich ungemütlich werden. Lass uns mal drauf schauen. Ja. Also man kann auch sagen, wir kommen irgendwie nicht so richtig aus der turbulenten Wetterlage raus. Guten Morgen. Kein Wunder aber, von Nordspanien rauf nach Norwegen und dann rüber bis zur Ostsee erstreckt sich tiefer Luftdruck. Im Osten stellen sich Hochs mit voller Kraft dagegen und somit wird es in der Mitte entsprechend halt eben auch bei uns ziemlich ungemütlich bzw. unruhig. Wie gesagt, heute vormittags oder jetzt noch vormittags haben wir es im Nordosten mit kräftigen Regengüssen und auch Gewittern zu tun. Ansonsten starten sie recht nett in den Tag. Allerdings, die Luft ist wirklich sehr schwül. Ja, und am Nachmittag können sich dann im äußersten Nordosten noch immer ein paar heftige Gewitter bilden. Ansonsten, allerdings die auch mit nachlassender Tendenz. Ansonsten ist es doch, wie gesagt, ja, relativ ruhig. Nur über dem Bergland, also Schwarzwald, Alp, Bayerischer Wald, Alpenrand, sind ebenfalls noch lokale Gewitter möglich. Abseits davon kommt dann auch mal die Sonne zum Zug. Das alles mit an den Küsten noch immer verhaltenen Temperaturen. Ansonsten doch deutlich über 20 Grad die Höchstwerte. In Niederbayern 30 Grad. Allerdings schon angesprochen die Schwüle. Und dadurch werden sich diese Temperaturen natürlich noch drückender anfühlen. Und in der Nacht zum Freitag und am Freitag selbst wird es wirklich turbulent. Es überquert uns nämlich ein Gebiet mit Starkregen, eingelagerten Gewittern von Süd nach Nordost. Das alles wirklich mit großer Unwettergefahr. Auch der Samstag bleibt dann noch wechselhaft, nicht mehr unwetterträchtig zum Glück. Ja, und danach haben wir es endlich überstanden. Dann kommt auch ein bisschen Ruhe mal ins Wetter rein. Hoffen wir mal, freuen wir uns drauf. Ja, hoffen aber, wir mal, wie gesagt, und freuen uns dann drauf. Danke. Den Tag, den müssen wir erstmal noch gut überstehen. Dankeschön. Gerne. Bei Ihrer, danke.